Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho und herzlich willkommen in Fallout 4. So, was machen wir denn dann jetzt? Also jetzt gucken wir erstmal, dass wir vorne, wo der Schutz ist. Ich glaube, es gibt ein Alarmsystem, ne? Dass die Siedlung gewarnt werden kann. Weil der da vorne ist, der soll dann quasi die Siedlung warnen, wenn da irgendwas drauf zukommt. Das wäre ganz gut. Dann hatte ich was vom Schlafsaal gesagt und dann wollte ich so Sachen zum Unlocken machen. Glaube ich. Und ich habe gesehen, ich habe einen Nachrichtenraumschlüssel. Ist das der vom Vault? Kann das sein? Wo diese Waffe da ganz am Anfang drin war. Müsste man auch nochmal gucken. Oder das ist von der Station. So. Was wollte ich jetzt? Ah, es wird Tag. Das ist ja sehr schön. Dann laufen wir da mal einmal runter. Ich habe jetzt also Stimpack auf 4 und dann noch ein paar Waffen von 5 bis 8. So, hier. Also das mit Zuweisen hat offensichtlich noch nicht wirklich funktioniert. Da ist keiner. Wenn hier einer kommt, ist doof. Wo die Tür ist durchgehend natürlich auf, das finde ich auch doof, dass die Türen dann immer auflassen. Warum machen sie die Tür nicht wieder zu? Ansonsten ist der Schutz ja einfach mal so ziemlich wirkungslos. So. So, wo könnte das denn bei... Hier? Beim Schutz? Wachposten? Okay. Nee, Wachposten nicht. Die aber definitiv nicht. Und eine Falle? Schutzfallen? Okay. Alles Fallen. Ja, okay, aber ist nicht das, was ich suche. Glaube ich. So, das heißt, Läden, wir haben sowas nicht. Oder was? Ein Kochherd, Kochstation. Laborstation, ja, sowas habe ich ja alle. Ist ja auch schön, dass ich das alles herstellen kann. Das Einzige, was ich nicht herstellen kann, ist die eigentliche Werkbank, die man braucht. Auch lustig. Das sind Käfige. Okay. Kann ich damit auch irgendwas? Wie sonstiges. Was sind das hier? Beta-Wellenermitter? Feierabend-Sirene. Ah. Die nutzt nichts, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wofür was ist, wäre das ja auch schon mal ganz gut. Da oben steht es doch. Kreaturen, die nach dem Einschalten aus ihren Käfigen freigelassen werden, sind dir und deinen Siedlern gegenüber nicht feindselig. Okay, das könnten wir irgendwann auch nochmal brauchen. Aber halt nicht jetzt. Käfige Arena? So. Herstellung, ja, ist er Peng. Läden? Läden? Verkäufer? Rüstung? Waffen. Aha. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Macht die Siedlung zufriedener. Aber muss da nicht auch irgendwie was... Oh. Braucht dafür ein paar Kronkorken. Verstehe. Ressourcen? Ja, Ressourcen, da ist ja nicht drin. Das ist ja... Sonstiges. Keine Ahnung, was das hier... Ach, das ist das Gartenfeld, genau. Das hatte ich ja schon mal angehört. Plünderstation. Zusätzliche Produktion durch Plünderung? Verstehe ich nicht. Barmine bleiben bei ihrem Futtertrog. Okay. Ah, das ist um zu versammeln. Okay, das ist nicht das. Weist Siedler in der Nähe nach dem Aktivieren auf Gefahren hin. Genau. Das ist ja, genau, sowas wollte ich haben. Das soll jetzt mal hier so hin.
Sowas wollte ich haben. Was ist denn das? Nur ein pro Ort. Verlegt den Schnellreiseankerpunkt. Ankunftspunkt. Das ist ja auch nicht übel. Ja, gut zu wissen. Läutet die Glocke, um Siedler zu versammeln. Wäre das dann da oben vielleicht ganz gut, ne? Das wäre doch nicht, dann brauchst du nicht immer suchen. Dann machen wir das doch hier mal hin. So. Ping, ping. Fertig. So, aber der braucht auch noch einen Generator oder sowas, ne? Denke ich mal. Ja, da oben ist ein Stromding. Das heißt, jetzt brauchen wir erstmal Ströme. Energie. Ein Kleingenerator. Was ist denn das? Ah ja, lockt nach dem... Genau sowas brauchen wir ja auch noch. Greife auf zusätzliche Funktionen verbundene Objekte zu. Wenn ein angeschlossenes Terminal auf zusätzlich... Okay. Kann ich denn sowas wie... Aha, einen melodischen Ton, wofür? Das ist, eine Nixi-Röhre, okay? Entferne Strahlungsschaden. Das ist ja auch nicht übel. Jetzt nochmal so einen kleinen Generator wollte ich ja eigentlich erstmal haben. Da. Der produziert 3. Dann könnte ich doch mal versuchen, wenn ich den mal so hier hinstelle. Weiß nicht, der wäre da hinten vielleicht besser sogar. Ah, ich stelle den jetzt mal hier hin. So. Und dann muss ich hier einmal raus. Dann war das einmal so und einmal so. Das ist schon mal gut. Und jetzt kann ich ja nochmal gucken hier bei Sonstiges. Wo war denn dieses komische Ding? Das soll, wenn dann nach oben. Ja. Ich hatte doch eben hier so ein anderes Ding. Ja, hier benötige ich schon wieder 2. Und das hier benötigt mit Sicherheit... Und wie viel benötigt das eigentlich? Nein. Achso. Sehe ich natürlich so nicht. Funktioniert. Entschuldigung. Genau, so ist richtig. So ist richtig. Kann man auch zum Versammeln nutzen, wa? Jetzt muss ich nur auf jeden Fall auch einen hinkriegen, der dann direkt mal halt das Ding anmacht, wenn hier irgendwas los ist. Und da oben brauche ich jetzt auf jeden Fall noch mehr Ströme. Warum ich da kein Licht hinkriege, weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich da unten einen dicken Generator gebraucht. Ah, damit funktioniert das. Oh, dann finde ich aber den einen Typen vielleicht wieder. Warum geht dieses Ding nicht mehr? Verstehe nicht. So, die müsste eigentlich auch nach vorne, ne? Da hinten zu dem Schutzding. Dann kann ich den ja auch gleich mitnehmen. Oh. Wollte gar nicht. Jetzt funktioniert's. Obwohl ich glaube, das ist tatsächlich jetzt eher blödsinnig. Ja, ich denke schon. So, der produziert 2, habe ich gesagt. Okay. Hier ist das Licht eigentlich tatsächlich unsinnig. Das wäre da tatsächlich schon irgendwie besser.
Meine Nächte, die sind jetzt nicht so wahnsinnig dunkel. Meine, wo soll ich den da jetzt auch noch hinstellen? Ist auch schon wieder pennen. Aber jetzt kann ich tatsächlich dann eben auch neue Siedler anlocken und alles ist gut. Muss halt schon mal einen Schlafsaal bauen. Und mit dir... Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Ich hoffe... Warte mal. Nicht zugewiesen. Kann ich nicht machen. Ich kann da nichts machen. Da ist immer nur nicht zugewiesen. Wie weiß ich dich denn jetzt mal? Damit hüpfe ich nur. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Muss ich mal gucken. Ich muss den doch erstmal ansprechen, damit ich den auch zuweisen kann, oder nicht? Benötigt. Ja, okay. Na super. Super. Hat ja wieder Wunder. Ich hasse es. So. Okay. Das Ganze ist hier so dermaßen unlogisch, wie ich finde. So, jetzt muss ich hier raus. Geht doch. Ja. Gut, die Tür ist immer noch auf, dann bleibt sie halt auf. Okay. Also. Ente auswählen, lagern, verwerten. Aber so kann ich auch nichts machen. Ja, wie weiß ich denn denen irgendwas zu? Das ist genau der Punkt, den ich immer meine. Es wird nichts erklärt. Man muss das entweder erklärt kriegen, von euch halt, oder sich ergoogeln. Es wird nichts erklärt, wie was funktioniert. Und das ist einfach mal richtig doof. Wie mache ich sowas? Mit welcher Taste kann ich irgendwas zuweisen? Ich sehe nichts. Ich dachte eben, mit Auswählen hat auch nicht funktioniert. Weil ich direkt das Ding wieder ändert. Rechte Maustaste auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und das ist langsam absolut echt mal ärgerlich. Also so richtig ärgerlich einfach. Weil jetzt suche ich wieder stundenlang wieder irgendwie was funktioniert. Damit ich an dem Punkt weitermachen kann, wo ich jetzt eigentlich weitermachen wollte. Wo ist der blöde Hund? Und hier, ja, nicht zugewiesen. Okay, so viel weiß ich. Aber wie weise ich dich zu? Hey, du blöder Hund, sag's mir. Keine Ahnung. Hallo? Hey. Da passiert nichts. Ja? Ja. Hey, halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Es passiert gar nichts und ich weiß nicht, wie ich hier irgendwas machen soll. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich euch nicht hätte, würde ich das gar nicht weiterspielen. Weil ihr wisst das halt schon, könnt mir das soweit erklären. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß, es soll irgendwie über dieses Menü funktionieren. Aber wie? Ja, keine Ahnung. Ich sehe da ja nichts für. Ich sehe da keine Möglichkeit, wenn ich hier auf... Geh mal auf ihn drauf. Geht halt... Ja, hier kann ich bewegen. Okay. Und befehligen. Okay, und warum kann ich das mit dem nicht? Weil der immer durch die Gegend läuft, oder was? Ja, warum sagt das dann keiner? Und wo ist diese Pfeife hin? Und wo sind jetzt die anderen beiden hin? Hallo? Auch nicht mehr da. Na, Mutchen ist noch da. Na gut, dann machen wir das jetzt mal anders. Ich habe ja meine Klingel aufgebaut. Okay. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen?
Na toll, das hören die ganz bestimmt. So, du kümmerst dich ja ums Essen. So, wo sind die anderen beiden? Da kommt schon mal einer. Das heißt, ihn müsste ich doch eigentlich zuweisen können. Und ansonsten macht er ja auch nichts. Ja. Enter. So. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Dann suche ich die ja gleich wieder. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke und losklicke, dann müsste richtig sein. Zuweisen. Okay. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Wie schön. Hoffentlich geht er auch hin. Sogar im Laufschritt. Und sag Bescheid, wenn da irgendwie was ist. Ja, wunderbar. Ist ja doof. Da vorne. Du Pfeife. Und wenn was ist, dann schlag Alarm. Dafür hast du das Ding da stehen. Junge, Junge. Der hätte jetzt echte Schwierigkeiten, da durchzukommen. Stört mich nicht. Dem Spiel ist das auch egal. Warum soll es mir dann nicht egal sein? So, wo ist jetzt die andere Pfeife? Der vierte. Bin ich am Dauerschlafen oder was? Ach, da muss ich ja reingehen. Nö, da ist keiner. Da ist auch keiner. Da ist auch keiner. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Mutchen ist halt da, aber dieser... ist ja alles so scheiße. Der ist nicht mehr da. So, und hier muss ich dann quasi erstmal den Boden drauflegen. Ja. Und dann hier unten Beton und darüber halt mit Holz. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Eventuell. Und dann kann ich hier Betten reinknallen. Und damit die Siedler auch, wenn sie kommen, dann halt Betten haben. Ich denke mal, das wird dann sowieso wieder verlangt. Also für jeden Siedler halt ein Bett. Ja. Ich glaube, so ist richtig. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und dann bei Gelegenheit die Häuser mal irgendwie entweder vernünftig möblieren, obwohl eigentlich hole ich sie wie Jacke, da regnet sowieso noch rein. Nee, Böden. So, Böden ist richtig. Und jetzt am besten erstmal so. Ja. Obwohl, hier brauche ich ja gar keine. Oder? Ja doch. Weil, jetzt muss ich erstmal gucken. Weil, das Ding brauche ich. Haben wir richtig gemacht. Schön. Können noch ein paar Millimeter nach vorne, muss aber nicht. Ja, das ist ja sehr schön. Und ich brauche einen Weg nach oben. Weg nach oben, war das auch hier? Oder war das hier? Nee. Hier, das ist nämlich der eigentliche Witz hier. Das hier ist ein Boden. Das ist doch blödsinnig. So, erstmal brauche ich den da. So. Und dann schon mal die Treppe. Die mache ich dann hier. Jo. Heißt nur, letztendlich, ich kann die hier alle wieder wegmachen. Also nicht wegmachen, sondern drehen. Drehen? Geht doch. Und den auch. Jo. Damit das hier mit der Treppe eben gleich aussieht. Also, nein. Tschüss. Das ist so. So Banane. So.
geht nicht. Oh, mach doch. Aha. Geht doch. Und da noch ein. So, steht ein bisschen über, ist nicht so schlimm. So. Gott. Ernsthaft? So, haben wir es jetzt? Einen noch. Du passt. Wow. Ich habe was beim ersten Mal hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. So. Die setzen wir dann einfach mal um. Hammer. Ich krieg sowas hin. Ne? Das ist nicht das Problem. Oder mache ich die nach vorne? Ja, ich glaube, ist besser. Was war denn das schon wieder für ein Geruckel? Und die hier so. Ne? Mach halt... Geht doch. So. Ja, super. Muss ich das jetzt verstehen? Hier ergibt das ja kein... Ah. Aha. Du bist auch richtig. Und den auf der anderen Seite. Da fehlt mir aber noch was. Ja cool, sowas geht, ne? Und klar. Ach so, den habe ich ja... Den habe ich ja nach unten gepackt, ne? Andere Seite. Kann nicht drehen. Weil? Ah, geht doch. Wir haben ja gelernt, Türen nach innen ist immer besser. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Das heißt, ich baue das hier schon mal so einmal drumrum. Und denke, dann baue ich hier schon mal Böden drauf. Und wenn ich das alles so weit hinkriege, ist gut. Und wenn nicht, dann sehen wir uns sowieso wieder. Also, bis dahin. Bye-bye.